So, direkt weiter. Ja, eben in der letzten Folge am Ende wollte ich eigentlich ausmachen und dann habe ich noch auf Escape gedrückt. Plus 1 Stärke und Ausdauer. Oh, aber der ist halt total schwach im Gegensatz zu unserer Kampfausrüstung, ne? Halt 17, 17, 15. Okay. Nee, also das Ding auf keinen Fall. Und was ist das hier? Ah, reduziert den Schaden beim Blocken. Okay, wir blocken nie und beim Sprinten wurden wir auch noch nie gehittet. Das passt. Jetzt sind es also nur noch 4 Kilo, die wir über dem Limit sind. Schlingerinnereien. Die sind noch nicht mal gebrannt, oder? Gewicht 1. Brauchen wir nicht mitzunehmen. Schon können wir rennen. Mit der Minigun, wohlgemerkt. Ja, was ist das? Das ist jetzt gerade hier der Ultra-Gegner aus deinen Albträumen, mein Freund. Achtung. Boah! Okay, also die ist schon wirklich richtig sick. Vor allem, dass wir so viel Munition dafür haben. Was hatten wir eben? 2000 plus? Also, ich glaube, hier wird eh nicht alles angezeigt jetzt in dieser aktuellen Munitionsanzeige. Das heißt, ja, es geht gut ab. Geht gut ab. Und jetzt lade ich die mal nach. Und zack, zack. Das war's. Crown Cakes. Nice. Crown Cakes. Nice. Bläfling. Infus. Nice. Achtung. Kette. Jetzt haben wir doch. Ah, da ist noch das Flugzeug. Wrack da vorne. Komm, da rennen wir auch noch geschwind hin. Sorry, ich weiß, wir wollten doch eigentlich. Achso, nee, das haben wir ja gemacht letztes Mal. Wer war da in der Fabrik? Ich hatte im Kopf gehabt, dass wir doch eigentlich was arbeiten wollten, hier in den Missionen vorankommen wollen, aber es macht ganz so Spaß, die Sachen zu erkunden. Ach, wirklich, ich bin echt in dieses Loch gefallen jetzt. Darm. Darm, 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 Darm. Was ist denn hier? Nichts. Nichts, einfach nichts. Oh, zwei Hundehäuschen. Da hat jemand mit den Hunden gewohnt. Hier sonst nichts mehr zu entdecken? Nee, okay. Oh, da ist das Flugzeug. Ultra close, war das sogar schon. Oh nee, oh nee. Im Sumpf abgestürzt. Ist hier irgendwo ein Gegner? Hier sind keine Gegner, okay. Irgendwie merkwürdig. Oh doch, hier haben sie sich was reingebaut zu 100%. Aber wer nur? Wo sind eigentlich die Kinder des Atoms? Sie sind doch hier auch irgendwo angesiedelt. Also da hängen Hirsche, das sind wahrscheinlich Fallensteller. Komisch, dass noch keiner geschrien hat, von wegen, durch ein Gegner. Was ist das? Topf. Kann man aber nicht kochen. Komm raus, Fremder! Das muss nicht unschön werden! Alter, ist der gerade hinter mir gespawnt? Okay, warte mal kurz. Das ist doch ein Ericsson. Was wolltest du da oben in meinem Lager? Alter, ich wollte gerade erschießen, ne, von hinten. What the fuck? What the fuck? What the fuck? Ich habe echt kurz gedacht, das ist für so eine falsche Erkennung des Spiels gerade. Manchmal ist es so, dass die Feinde einen ja nicht erkennen. Bei Blocker, Großer. Ich habe mich nur umgesehen. Ich bin locker, wenn man bedenkt, dass du hier eingedrungen bist. Du hast vollkommen recht, also, Erickson. Ich will keinen Ärger. Ich habe mich von der Gruppe getrennt, mit der ich hergekommen bin. Ich habe die Dinge einfach anders gesehen, als wir herkamen. Halt mal stehen. Und hab's nicht mehr ausgehalten, wie die anderen Supermutanten sich aufführten. Ich bleib hier oben und trainiere meine Hunde. Aha. Ab und zu handle ich auch. Also mit denen, die nicht auf mich schießen. Das muss bei uns ja nicht anders laufen. Ultra cool. Komm hoch, wenn du möchtest. Den kenne ich auch noch nicht. Ja, dann komme ich mal hoch. Lass uns mal hochgehen. Dass der jetzt einfach hier unten gespawnt ist, in mir, finde ich sehr merkwürdig. Der hat sogar ein eigenes Terminal. Komm, das hacken wir jetzt mal. Also, falls es seins ist, vielleicht ist es aber auch nur für die Tür daneben dran. Es ist höchstwahrscheinlich nur für die Tür. Schön. Alles klar, GG easy. Erickson, ich habe hier oben mal die Tür geöffnet, die du wahrscheinlich seit Jahrzehnten nicht hast öffnen können. Ne? Ich habe mich darum gekümmert, Erickson. Oh, Erickson. Gehört mir das zufällig alles? Danke, Erickson. Was? Nee. Der hat das jetzt gerochen, dass ich hier gerade irgendwas geklaut habe? Erickson, du bist schon ein ganz schön schlimmer Finger, du, mein Freund, gerade mal. Hä? Wie? Weil ich es jetzt auf... Oder weil ich hier oben drin bin? Oh Gott, weil ich hier oben drin bin vielleicht?
Ich renne sofort runter. Ich hoffe, er ist nicht schon getriggert. Erickson? Sehr gut. Jetzt ist er cool drauf. Voll die coolen Hunde! Ja, ihr seid in Ordnung. Tut mir leid, dass ich die Waffe auf dich gerichtet habe. Aber ich werde nervös, wenn jemand meine Hunde töten könnte. Würde ich doch niemals machen. Wenn ich behindert. Und kill einfach irgendwelche Hunde. Dude, I'm not behindered, you know? I'm not behindered. Komm, lass mich mal mit dir talken. Was kann ich denn... Hier ist bestimmt irgendwo ein Bett, wenn du dich ausruhen willst. Alter, der ist so chillig, der Kerl. Warum hast du die Menschen nicht? So wie der Rest deiner Art. Alles klar, keine Antwort. Das ist auch eine Antwort. Hast du diese Hunde abgerichtet? Ja, als Wachhunde. Aber man kann nicht alle trainieren. Sag mal... Du lebst hier draußen ganz allein? Meine Leute sind meist dumme Grobiane. Hab mit ein paar Leuten in Far Harbor gehandelt, aber die verlassen die Siedlung nicht mehr oft. Die anderen Leute auf der Insel sind schlimmer. Hm. Hast aber recht. Welche Tipps zur Insel? Am Südzipfel der Insel steht ein Leuchtturm. Da wohnt eine große Fallenstellerfamilie. Eine Familie? Ich würde gerne einen deiner Wachhunde kaufen. Welchen willst du? Man kann Hunde kaufen. Also Wachhunde. Entschuldige, Gracie, den Mutantenhund, der ist doch verschissen hammermäßig. Nee, ich habe es kurz gucken, überlegt. Lass mich kurz gucken. Wie du willst. Ich will kurz gucken, wer ist. Also, Gracie, war sie hier. Ist die nicht fucking süß? Oh, Gracie, du bist so putzig. Ja. Duke, sowas, so einen haben wir schon. Oder als ein Wolf. Ein Wolf ist halt ultra badass. Ein Wolf ist fast badassiger wie der... Kann ich den langfingern, wollte ich gerade sagen. So ein Mutantenhund ist halt schon echt krass, ne? Wenn wir uns so ein Ding holen, wird die Kesha ersetzt? Oder dürfen wir sie behalten und den Hund mitnehmen? Wo ist denn der Dödel jetzt hin? Dödel? Ah. Wo ist der jetzt hingerannt? Hä? Ist der im Rumpf da unten? Hallo, ich will den... Achso, wie heißt denn der Wolf jetzt? Wir holen uns jetzt die Gracie. Egal, auch wenn wir sie irgendwo hinschicken müssen. So. Willst du handeln? Ja, zufällig möchte ich handeln. Krass. Und zwar habe ich hier noch das hier für dich. Das Weiteren. Habe ich hier noch eine super, super coole Minigun. Ne, die behalte ich natürlich. Ok. Ich glaube, das belassen wir sogar dabei erstmal wieder. Ja, und jetzt will ich dir bitte die Gracie kaufen. Hast du Hunger? Hier, nimm. Danke. Alter, was für ein ultra krasser Kerl, Mann. Ja, nein, ich handle, ich bin so dumm. Oh mein Gott. Hallo. Hallo. Ja, brauchst hallo. Brauchst du was? Ja. Ein Wachhund kaufen. Ich würde gerne einen deiner Wachhunde. Welchen willst du? Ah, die Grutzi? Ich würde gerne den Mutantenhund kaufen. Wo soll er aufpassen? Okay, schade. Ich kaufe ihn jetzt aber trotzdem, dass wir ihn haben. Ich schicken sie mal. Oh, da ist gar kein Platz mehr. An die Dunkelwasserbaustelle. Das war im Sumpf an. Drüben in. Mach's gut. Ne? Danke. Drüben im anderen Haus. Crazy, lauf, lauf! Okay. Eigentlich könnten wir alle kaufen. Und dann verteilen auf die einzelnen Abschnitte. Aber das machen wir jetzt erstmal nicht. Wir sind ja nicht größer. Apropos, wie viel Geld haben wir? 9600. Ja gut, so 2750 für die Werkzeuge hätten natürlich schon gut getan. Aber naja, wir sind dann doch eher der Gutmensch, der die Werkzeuge bei den anderen Gutmenschen abgibt. Wobei bei denen ja auch nicht jeder cool ist. Der eine hat ja auch irgendwie so einen Priester gekillt. Oh. Hier los. Hatte ich nicht mehr viel Muni hier für das Ding. Dafür auch nicht. Oh Gott, wir haben generell nicht mehr viel Muni. Warum schießt es nicht auf uns? Ich glaube, das werden wir gleich erfahren, ob es überhaupt auf uns schießt. Ja. Boah. Shit, dude. Shit. Das Nachladen. Dom, dom. Und schon haben wir
Wie heißt das Ding hier? Und schon haben wir alles. Alles oder fast alles hier kennengelernt auf dieser einen Hälfte. Drüben haben wir auch schon einiges entdeckt. Das haben wir sogar schon abgeschlossen. Ah, beschafft der Zug. Hier wohnen die. Im Nukleus wohnen die Leute. Die. Da ist der Leuchtturm. Da wohnen die Dingensleute, ihr wisst schon. Sägemühle am Echo Lake. Ah, da ist eine Sägemühle. Rayberry Point. Komm, wir gehen jetzt mal zurück. Jetzt können wir sehr, sehr viel abgeben. Ich will jetzt nicht übertreiben. So, ja. Jetzt haben wir zwei oder drei Aufgaben, die wir abgeben können. Und ich würde sogar fast sagen, wir tuckern mal eben zurück. Wir teleportieren uns einfach rüber in die andere, wieder in die andere Welt, um den Kryolator abzulegen. Der war jetzt nicht so ultra berauschend, würde ich sagen. Also gegen die Viecher hier schon mal gar nicht. Vielleicht hilft der. Ich meine, dass er gegen Synths nicht schlecht ist, bin mir aber dabei auch nicht sicher. Und das Ding wiegt 13 Kilo, den müssen wir jetzt echt nicht dabei haben. Aber die Minigun, also entweder nehmen wir die Minigun mit oder wir legen die weg und holen dann einen Fatman. Aber ich wäre jetzt fast für die Minigun. Die ist irgendwie echt nice. Hey, Fische. Achso, Fische. Hast du meine Werkzeuge gefunden? Na klar. Gerberei? Was gibt es über die Gerberei zu berichten? Hier hatte ein Mann namens Pauli sein Lager. Sehr geschickter Knabe. Vor einem Jahr kam der Nebel und er musste verschwinden. Er hat Fahrhaber kürzlich verlassen. Es kann also alles geborgen werden. Ich trage zu viel, was? Hier sind Werkzeuge. Bis bald. Pass auf dich an. Ah. Hab ich mich vertippt. Seefahrerin. Warst du in der Gerberei? Hast du meine Werkzeuge gefunden? Hier sind deine Werkzeuge. Wirklich toll, dich getroffen zu haben. Hier ist deine Belohnung. Wohlverdient. Und jetzt wird am Rumpf gearbeitet. Thanks, Bri. Aber warum sind wir zu voll? Warum sind wir eben voller geworden? Die Nebelkondensatoren funktionieren wieder. Gut. Unsere Wasservorräte gingen schon zur Neige. Keine Ahnung, wie lange wir durchgehalten hätten. Hast du Howard gefunden? Howard ging es nicht mehr so gut. Gibt es Angehörige? Die solltest du benachrichtigen. Ich hätte ihn niemals allein gehen lassen sollen. Wie gesagt, Bezahlung gibt's auch. 200 Kronkorken sollten reichen. Ich weiß, ich habe schon gewisse Ausgaben gehabt. Ich muss einen Kampfhund kaufen, nicht wahr? Captain, niemand wird dir helfen, wenn du nicht angemessen bezahlen willst. Da hast du wohl recht. Boah, ich bin so ein frecher Pisser. Ich könnte ein bisschen mehr springen lassen. Sagen wir 250 Kronkorken. Avery, ist völlig in Ordnung. Danke. Schön, dass ich helfen konnte. Dann sind wir ja schon zwei. Hier, deine Bezahlung. Ich muss Vorbereitungen wegen Howard treffen. Ja, geht. Es gibt einfach Charaktere, die kann und will ich nicht ausnehmen. Oh, geh zu Mitch. Hey Doc. Du bist ein seltsamer Vogel. Obwohl unsere freundliche Stadt nach Kräften versucht, dich zu verjagen, hilfst du uns dennoch immer wieder. Verrat es mir. Warum tust du das? Ihr seid gute Leute. Ihr seid gute Leute, die in Schwierigkeiten stecken. Dachte, ihr könntet Hilfe brauchen. Was? Willst du als Bürgermeister kandidieren? Falls ja, dann haben wir dich nicht verdient. Die meisten Menschen hier sind ziemlich konservativ. Es ist egal, wie sehr du dich um ihre Anerkennung bemühst. Verdammt, meine Familie hat 3 Generationen gebraucht, bevor die Daltons uns einen Kanten Brot verkauften. Aber es gibt einen Weg, der gelinde gesagt wahnsinnig ist, wie du auch den störrigsten Esel überzeugen kannst. Aha, erzähl doch mal. Dann lass mal hören. In der alten Zeit wurden Anführer durch den sogenannten Kapitänstanz ausgewählt. Der Legende nach stapften die härtesten, übelsten und schlicht wahnsinnigsten Anwärter ins Wasser, wo sie das Schlimmste anlockten, was die Insel in petto hatte. Oh Gott. Sobald der Möchtegern-Kapitän die Meyerlurk-Königin oder den Nebelkriecher oder was auch immer besiegt hatte, lud er die ganze Insel zu einem Festmahl ein. Wenn du das tust, naja, dann wirst du nicht Kapitän, aber du verdienst dir Respekt von allen. Teddy, da hab ich Bock drauf. Okay. Ich bin bereit, zur Legende zu werden. Echt jetzt? Echt jetzt? Ich lach mich tot. Es gibt ein altes Meyerlurk-Jagdgebiet bei Emmets Causeway. Ein tückischer Streifen entlang der Küste. Wenn du dort ein Stück Fleisch ins Wasser wirfst, werden das Blut und die Eingeweide sicher für Aufmerksamkeit sorgen. Und dann wartest du. Ich sorge dafür, dass ein oder zwei Zeugen auftauchen. Das wird dem Rest dieser Bauern zeigen, dass du dazugehörst. Und haben die das auch gemacht, Teddy? Haben die das auch gemacht? Diese Bauern? Diese verschissenen Bauern? So, Mrs. Wurstsuppe.
Hallo. Diese wilden Ghule sollen verdammt sein. Ja, ich hab mich gekümmert. Die Insel auch, weil sie Petey hinterhergeschickt hat. Mhm. Ich habe die wilden Ghule vom Campingplatz ausradiert. Unsere Geschichte endet mit der heldenhaften Rückkehr der Hauptfigur. Damit hat die Insel bestimmt nicht gerechnet. Cassie, was gibt's denn noch so? Du hast dir für deine Mühen einen Lohn verdient. Hier sind 200 Kronkorken. Danke, aber ich nehme auch gern 250. Ich glaube, ich verdiene mehr als das. Ich denke, ich kann noch etwas drauflegen. Danke. Hier sind nochmal 100 Kronkorken. Ich habe darüber nachgedacht, wie es weitergehen soll. Nun, wir alle lieben doch unsere Großeltern, oder? Nett und lieb. Sie verwöhnen einen gern. Niemand würde ihnen je etwas Schlechtes wünschen. Deshalb hat es mir auch das Herz gebrochen, als ich Opa George verloren habe. Was ist denn geschehen? Was ist mit ihm passiert? Er hatte eine Farm ein Stück nördlich von hier, hat in Frieden gelebt, das Land bewirtschaftet und keinen Ärger gemacht. Die Insel hat ihm was geschickt. Ein riesiges, gefährliches Monster, das mit seinen Klauen Stahlträger durchbrechen kann. Einen Nebelkriecher. Opa blieb tapfer und standhaft, die Schrotflinte in der Hand. Er hielt das Monster auf, während seine Helfer hierher flüchteten. Wenn du diesen gepanzerten Teufel ausschalten kannst, zeigt das allen, dass die Daltons es nie vergessen, wenn ihnen Unrecht angetan wurde. Cassie, ich bin am Start. Sie sind schon tot? Der Nebelkriecher auf der Farm ist schon tot. Wunderbar. Damit ist ein weiteres Kapitel abgeschlossen. Du bist wirklich der heldenhafte Rächer, den ich mir erhoffte. Jetzt können wir bestimmt bauen dort. Jetzt, wo der Nebelkriecher weg ist, können wir Leute hochschicken, die alles in Ordnung bringen. Genau, die Farm gehört dir. Ja. Dein eigenes Stück der Insel. Es dauert, alles wieder ans Laufen zu kriegen, aber wir werden dir helfen. Und hier sind nochmal 200 Kronkorken. Als Dank für das, was du für die Familie Dalton getan hast. Komm, da kann man noch ein bisschen mehr verlangen, oder? Der heroische Rächer verdient doch wohl mehr als 200 Kronkorken. Das ist in Ordnung. Hier sind nochmal 100 Kronkorken. Ich muss dir sicher nicht erklären, dass der Zusammenhalt von Blut und Familie stärker ist als fast alles andere. Aber wenn du mich fragst, ist nichts stärker als die Bindung einer Ehe. Deshalb fällt es mir auch am schwersten, den letzten Teil der Geschichte zu erzählen. Oh, was ist passiert? Du warst verheiratet. Was ist passiert? Mein verstorbener Mann Daniel war der beste Fischer, den diese Insel je gesehen hat. Er hat mit seiner Crew am liebsten beim Leuchtturm von Brooks Head gefischt. Oh no. An einem Tag, den ich nie vergessen werde, sah ich Dennis Boot kommen. Die Crew in wilder Aufregung. Ein paar Fallensteller hatten sich im Leuchtturm eingenistet, sicher auf Anweisung der Insel. Die sind verrückter als ein Sack voll Maulwurfsratten. Ihr Anführer hat ein paar Zielübungen gemacht und Danny einfach zwischen die Augen getroffen. Hol dir den Dreckskerl, lass ihn dafür bezahlen, dass er der Insel gedient hat. Mach ich. Ich lass den Fallensteller zahlen. Wunderbar. Denk dran, die Fallensteller sind zwar nicht mehr ganz richtig im Kopf, aber Waffen können sie noch benutzen. Alles klar, Cassie. Gut. Wir gehen auf jeden Fall mal ins Commonwealth. Mal gucken, wo wir da ankommen. Wahrscheinlich wieder bei den... Ihr wisst schon, bei den Makanos oder wie sie heißen. Dann porten wir uns von da direkt hoch nach Sanctuary, geben den Kryolator ab und legen gegebenenfalls noch ein paar Dinge weg. Und dann gehen wir direkt zurück und können uns überlegen, ob wir diese Hardcore-Mission machen mit dem... die Katze schreckt ein bisschen Arsch hin. Die Hardcore-Mission mit dem Viech, was wir bekämpfen müssen, damit uns alle lieben. Oder ob wir die Mission mit dem Leuchtturm machen. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Ich denke, eine schaffen wir auf jeden Fall noch. Wir legen erstmal ab. Auch die ganzen Waffenmods und sowas. Wahrscheinlich haben wir wieder ziemlich viel angesammelt. Vielleicht können wir die Minigun noch verstärken. Also es gibt da noch ein bisschen was zu tun, aber dann geht's gleich los. Sobald wir darüber geportet sind. Und wir haben schon wieder die Hälfte zu Level 42. Das ist auch sehr nice. Können wir schön weiter skillen. Erstmal das hier weglegen. So. Kate, habe ich dir irgendwas gegeben? Hey. Sag was. Eigentlich? Oh. Oh nee, was habe ich denn da alles gegeben? Ah, was habe ich gemacht? Ist da jetzt irgendwas dabei, was ich haben wollte? Gottes Willen, sowas hasse ich, wenn ich da so viel... Okay, weißt du was, Kate? Ich kümmere mich darum. Behalt einfach den Kram erstmal. Ja doch, behalt den erstmal. Ich denke, es lohnt sich, das zu bauen. Was auch immer es ist. So, Minigun. Dreifacher Lauf, schade. Waffenfreak Rang 4. Das sind wir, glaube ich, erst auf Rang 2. Reiswolf.
Ich bin gerade beschäftigt. Skandalisiert dieses draufgedrehte Ding. Wenn du mich fragst, es lohnt sich immer für die Freiheit zu kämpfen. Ja, hier ist es gar nicht so schlecht. Ist zwar ein Loch, aber es könnte schlimmer sein. Haben wir noch irgendeine neue Waffe, die wir. Oh, die Harpune. Wechsel den Munitionstyp, sodass ein Schrotflintenschuss mit Harpunenfliegerpfeilen abgefeuert wird. Ha. Es bringt schon mal nicht mehr Schaden, bringt weniger Reichweite, also ich glaube nicht, dass wir das wollen. Und visiertechnisch kann man da, was kann man da machen? Oh! Nee, sowas brauchen wir nicht. Kann man nicht vorstellen, damit mal zu snipen. Ah, die Plasmakeule können wir auch bald mal wieder auspacken. Wir haben jetzt eigentlich recht viel Munition dafür. Kryolator, den packen wir jetzt mal weg. So, Kryolator. Dich machen wir hier mal rein, wieder. Bye, bye. Okay, wir sind aber immer noch sehr voll. Sehr, sehr voll. Wir haben halt jetzt die Minigun und die Sarpunkanone dabei. Das sind schon mal zwei Sachen, die echt hart sind. Zwei dicke Sachen. Haben wir hier noch irgendwie... Ja, Wodka haben wir noch. Lass mal hier durchgehen. Stealth Boys brauchen wir auch keine 7 Stück, dann nehmen wir einfach nur eine Abrechnung, what the fuck. So, 2 Stück reichen locker. Wir haben, glaube ich, noch nie einen Stealth Boy benutzt, also von daher sollte das passen. Was gibt's hier noch? Das Königin-Steak brauchen wir auch. Das sind auch nochmal 8 Kilo, die wir dann da weg haben. Und dann haben wir ja immer diese Sachen ja weggemacht, ne? Leuchtende Pilze, Köderkraut und sowas. Haben wir schon immer dann weggelegt, hier ein Pilz. Dementsprechend auch diese Fäule. Gebackene Blähfliege hat uns halt der Knilch mitgegeben. Bourbon. Aster. Gebackene Blähfliege. Ich glaube, das war's, ne? War der unten noch irgendwas? Verstrahltes Blut, kann man auch weglegen. Und das war's. Somit sind wir schon mal bei einem ganz guten Gewicht. Ach ja, und die ganzen Mods. Wir haben nur einen Mod dabei. Egal, die Mod können wir weglegen. Wo habe ich denn? Ah ja, die Mods haben wir gelagert. In der Waffenwerkbank selbst haben wir die gelagert. Die Mädels, oder? Ja. Ha, das nervt mich gerade ein bisschen mit den Waffen. Ich habe am liebsten so dabei, dass wir die Sachen maximal hier auf unserem... Hoppala. Auf unserem... Wo ist denn das nochmal? Auf G? D, F? Ah, hier. Dass wir auf F praktisch alles liegen haben, was wir brauchen. 1, 2, 3, 4... 5, 6 Waffen haben wir dabei, beziehungsweise 5 Schusswaffen haben wir immer dabei. Es sind halt im Moment die da oben. Wir können die Sachen noch umbenennen, auf jeden Fall. Und zwar 5 mm. Müssen wir hier machen an dem Ding. Dass wir unsere übliche Ordnung haben. Und zwar mit minus 5 mm Spitfire. Nenne ich das jetzt einfach, weil ich total cool bin. Die Harpunen können nur, die schießt mit Harpunen. Ja gut. Ha. Haben wir immer klein geschrieben, ne? Oder habe ich das Schrot? Harpune. Cannon. Das ist das auch schon mal alles. Also diese aktiven Waffen sind alle bezeichnet. Somit haben wir jetzt auch hier keine Waffen mehr drin, ne? Die wir irgendwie mit uns führen und nicht brauchen. Ja, sehr gut. Wir könnten jetzt noch die Leuchtpistole, Leuchtfackel, damit die auch hier oben dabei steht. Aber das mache ich nicht. Nee, das mache ich nicht. Also wir können 5 Waffen, haben wir gesagt, einpacken, ne? 5 Waffen, die wir durchgehend benutzen können. Wir haben hier oben den Jagdboy dabei, den wir all die Jahre schon nicht benutzen. Das lege ich jetzt auch weg. Wir haben schon die ganze Zeit keinen Schaden. Obwohl, wenn wir jetzt dann diese Familie anfangen zu fisten, diese, ne? Haha, schwierig. Die Plasmakeule hat wieder ganz gute Munition. 10 mm Schniedel, das ist unsere Ultrawumme. Wir haben die Hyper Beast noch dabei. Unsere Schrotflinte. Aber das ist die Schrotflinte, die wir auch die ganze Zeit... Ja, das ist die übliche, okay. Das war's, ja. Wir haben einfach... Wir nehmen die Sachen jetzt einfach so mit, wie wir es hier haben. Ich bin hier mit allem gerade zufrieden. Wir dürfen nur nicht vergessen, die zu benutzen. Nur weil die nicht auf dem Schnellauswahl-Ding liegen, darf ich... Dank dir sieht das hier langsam wie ein richtiges Zuhause aus. Mama, kann man dir noch was geben eigentlich? Oh Gott, das Handy. Hey. Bist du wegen dem dritten Auge hier?
Dieses Mal brauche ich Maddox. Neues Cam, neues Fenster in die Zukunft. Komm, Mama Murphy, hier, gönn dich. Schluss mit den Cams. Nein, du bist abhängig von dem Zeug. Du brauchst Hilfe. Nicht das schon wieder, Kind. Hör zu. Ich bin alt. Sogar älter, als du denkst. Wenn mich die Cams umbringen, dann hatte ich immerhin einen guten Lauf. Ohne das dritte Auge hätten wir es nie so weit geschafft. Wir brauchen es. Du brauchst es. Es ist ein Teil von mir. Ihr drohen damit aufzuhören, sie überreden aufzuhören. Wir überreden sie mal, obwohl es hier scheinbar schwierig wird. Das dritte Auge ist es nicht wert, dass du dich deswegen umbringst, Mama Murphy. Es muss nicht definieren, wer du bist oder was du geben kannst. Okay, Kind. Du hast mich überzeugt. Wenn es dir so wichtig ist, dass ich noch eine Weile hier bin, dann werde ich clean. Keine Camps mehr. Kein drittes Auge mehr. Immerhin regnet es nicht. Keine Camps mehr. Immerhin regnet es nicht. Ah, Preston, du bist ein Tier. Ich will nur etwas Ausrüstung mit dir tauschen. Oh shit, haben wir jetzt echt kein drittes Auge mehr? Mama Murphy hat Wort gehalten, Kind. Keine Camps. Aber wir wissen ja Bescheid. Wir müssen ja also hauptsächlich runter zu diesem strahlenden Meer und irgendjemanden suchen und so weiter und so fort. Oh Gott, hoffentlich haben wir uns jetzt hier nicht ins Knie geschossen. Aber wenn die Mission, wenn man das so auswählen kann, dann kann das nicht schädlich sein. Wir gehen jetzt direkt zurück. Ich glaube, wir haben alles abgelegt und haben, wie gesagt, jetzt einiges an Platz wieder frei. Und wenn wir nicht vergessen, immer schön das Fleisch zu essen von der Königin, dann läuft es auch. Mit dem Skill Sensemann-Sprint besteht bei Abschüssen im Wetz die Chance, dass alle verbrauchten Aktionspunkte wiederhergestellt werden. Darüber hinaus kann auch der Balken für kritische Treffer aufgefüllt werden. Das ist schon echt eine coole Sache. Man hat einfach nur irgendwie zu wenig, dann doch insgesamt zu wenig Punkte. Also, beziehungsweise man muss halt fett aufleveln, dann hat man genug Punkte, logisch. Ich bin so jemand, der dann wirklich am liebsten am Schluss alles hat. Also wenn man halt auch schon eine gewisse Übertreibung in der Spiellänge hat, dann will ich irgendwann alles haben. Das ist mir irgendwie wichtig, was? Das ist mir wichtig. Da ist der Leuchtturm. Hier ist der Nukleus. Wir können jetzt hier in dieser Farm. Wo sind die Farm? Da, Farm der Dautens. Lass uns da mal ganz kurz noch hingehen. Und dann aktivieren wir direkt die Mission mit dem Monster und dann machen wir diese Monster-Sache jetzt noch. Shit, das kriegen wir nicht mehr hin. Das reicht halt nicht. Handy, was ist denn los? Ich nehme gerade auf. Bist du bescheuert oder was? Willst du mich gerade ficken? Ich guck gerade mal rein, was da los ist. Burger King App ist offen. Ich glaube, Burger King will, dass ich was naschen gehe. Okay. Alles klar. So. Leute, baut ihr hier. Ist es schon. Kann ich hier was machen? Ich kann hier was machen. Ja. Wie groß ist denn das? Oh, was für ein Riesenbereich! Was für ein Riesenbereich! Hey Leute, seid ihr auch hier angekommen? Du willst mit mir sprechen, gell, du Lurch? Ja. Tut mir leid, aber wir könnten hier Probleme kriegen. Oh. Einige unserer Nebelkondensatoren sind kaputt. Oh, 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 was kommt keiner da hinten? Keiner weiß, was alles oh aus dem Nebel kommt. Bruh. Wir müssen sie reparieren. Ja, schnell. Da kommen sogar blaue Schlinger, grüne. Ich bin grün-blau blind, sorry Leute. Okay, ich gebe dir jetzt direkt einen Critical. Wir müssen die Kondensatoren bearbeiten hier. Alter, guck mal, was da vorne angerannt kommt, Bro! Scheiße, nein! Okay, Spitfire. Oh Gott, Leute, die Mine, wenn die euch... Jetzt wird's persönlich! Oh, shit! Oh, fuck! Oh, die fressen ja fast gar nichts. Oh, oh, da ist noch ein Bär. What the fuck? Leute, was ist hier los? Alter, rollt ihr mich gerade durch den Wald? Was? Ey, ist das ein Scherz? Wo kamen denn diese ganzen Viecher her? Okay, die Mission können wir sowas von vergessen noch in der Folge hier. Du Kacke. Wir wollten nur kurz noch was machen und in die Farm gucken, auf einmal sind da 800 Feinde drin. Ah,
Ich weiß nicht, ob ein Fatman in dem Fall nicht besser wäre. Aber jetzt sind wir gerade zurück, jetzt holen wir keinen Fatman. Die Minigun ist auch ziemlich nice, weil das gerade eben einfach die Übermacht an Feinden. Das waren jetzt der eine Fette, dann die drei, die hinterher kamen, dann noch ein Bär. Heilige Scheiße. Wir müssen hier mal direkt speichern, wenn wir hier sind. Oder ich baue einfach sofort ein Geschütz hin. Wenn ich einen von diesen beiden schnell wegschicken kann. Ich weiß nicht, ob dieser Angriff überhaupt stattfindet. Man hat manchmal auch so random Sachen, die dann eben passieren und dann lädt man und dann passieren sie nicht mehr. Aber trotzdem. So. Speichern. Ist hier unten jetzt immer noch dieser Knilch. Jetzt kommt er wahrscheinlich gleich zu mir gerannt, ne? Da ist er. Ich weiß nicht, ob du schon von dem Nebelkriecher gehört hast, auf den der alte Longfellow Jagd macht. Er wurde wohl in der Nähe gesehen. Er nennt die Bestie Schiffsbrecher. Er versucht seit Jahren, sie zu fangen. Bisher aber ohne Erfolg. Okay. Sag mir einfach, wie ich Schiffsbrecher finde, dann kümmere ich mich drum. Tja, so einfach ist das nicht. Der alte Longfellow verfolgt diese Bestie seit Jahren und hat sie nicht erwischt. Vielleicht hast du ja mehr Glück. Zumindest hat er herausgefunden, wie man bemerkt, dass die Bestie in der Nähe ist. Okay. Wenn du das Radio deines Pip-Boys auf die richtige Frequenz einstellst, hörst du ein seltsames Kreischen, wenn sie in der Nähe ist. Longfellow sagt, dass das mit der Radioaktivität zu tun hat, die sie nach vielen Jahren im Nebel ausstrahlt. Du solltest direkt mit dem alten Longfellow sprechen, wenn du das Monster ernsthaft aufspüren willst. Okay, das haben wir vorhin aber noch nicht erfahren. Sind jetzt weg, die blöden Viecher da vorne, jetzt kommt nichts mehr. Klotzt du mich etwa an, Festlandbewohner? Hallo? Ich will ein paar Sachen mit dir tauschen. Und was ist mit den Nebelkondensatoren? Über die ihr vorhin noch gelabert habt? Die Kronkorken braucht ihr hier nicht? Hey. Na klar. Behalt aber dein Hemd an. Behalt aber dein Hemd an, Kate. Wir haben doch vorhin schon Klove, Mademoiselle. Vielleicht kann ich die bauen. Ne, bei Spezial sind die schon mal nicht. Ich sollte einen von den beiden jetzt doch wegschicken. Das ist ein guter Plan. Ich schick die alt weg. Da ist er. Und zwar, jawohl. Ich schick die direkt nach Sanctuary Hills. So. Und schon können wir hier bauen, ohne rot zu werden. Ah. Flaschenkürbis. Juhu. Das war sehr wichtig. Das war mir sehr wichtig, dass ich diesen Flaschenkürbis jetzt bauen kann. Finde ich sehr wichtig. Wisst ihr, was wir hier direkt hinbauen? Direkt hier unten. Die Verteidigungsanlage des Todes. Warum? Achso. Das war ein kleines Geschütz. Bitteschön. Einfach nur so. Vorsichtshalber. Das war echt eben überkrass, wie die alle angerannt kamen. Ah, Leute, wir sind schon wieder über der Zeit. Das hat jetzt einfach eine Special-Folge. Das ist eine Spezialfolge für euch. Nur für euch. Heute. Spezial. Und hier, falls einer aus dem Wasser kommt. Und da oben noch eins hin. Falls da auch jemand da rankommt. Und so ein Bunket. Direkt da vorne hin. So. Boom. Die decken dann schön die Wildnis ab. Ich mach da oben noch eins hin. Hier ist es so krass. Die brauchen ja echt ordentlich Schutz. Wo läuft denn da? Ah, da ist. Da habe ich ihm eine Route gegeben. Ist das der Versorgungsknilch? Ich will nur etwas Ausrüstung mit dir tauschen. Nee, ich habe die Frauen gelabert, oder? Die Kinder des Atoms sind gefährlich. Vertrau ihnen. Okay, also diese Mission mit den Kondensatoren ist also praktisch jetzt hinfällig geworden. Du musst uns helfen, die gehen nicht richtig. Scheinbar gehen sie ja doch, ne? Betten wollt ihr noch? Habt ihr hier irgendwo ein Haus? Da ist doch ein schönes Haus. Ne, den Baum lassen wir stehen. Da ins Haus mache ich noch geschwind ein paar Betten rein. Es wurde übrigens vorgeschlagen, dass ich jeden Tag zwei Fallout-Videos bringen soll, aber das kann ich wirklich... Ich kriege ja manchmal das eine nicht hin. Das kann ich wirklich nicht machen. Das ist einfach... Oh, das ganze Haus können wir zerkloppen. Okay. Ja, das wäre einfach zu krass. Das kriege ich zeitlich nicht. Gebekin. Ihr bekommt jetzt hier, Leute, erstmal zwei, drei Betten unter freiem Himmel. Komm, natürlich kriegt ihr noch so ein kleines Kackhaus. Gott, ich bin einfach so scheiße gnädig. Das ist nicht normal. Das ist einfach nicht normal. It's not normal, dude. It's not normal. So, ich krieg jetzt so ein kleines Landhaus.
Hütte auf dem Land. So. So. Die schwebt so. Ah, Gott. So. Und da. Wollt ihr mich echt verarschen? Wollt ihr mich gerade rollen? Rollt ihr mich gerade irgendwo hin? Wir brauchen winzige kleine Treppen. Es gibt so ganz winzige kleine. Da. Das war's schon. Das war schon richtig. So. Ach. Na also. Jetzt haben wir hier drüben ein Bettchen hin. Hier. Drehen es mal. Direkt hier eins hin. Dann geradeaus noch eins und auf der anderen Seite noch eins. Und dann ist das Haus erstmal fürs Erste fertig. Wasser haben sie. Essen noch nichts. Essen haben wir auch noch. Komm, wir machen die noch ready. Flaschenkürbis, ihr pflanzt hier neben dem Haus alles an. Gab sonst nichts, alles klar. Gut, vielen Dank fürs Zusehen. Macht's gut. Ciao, ciao.